Hallo, willkommen zu einer kugeligen Tankstelle in vertrauter Atmosphäre. Den Mann, der heute kommt, kenne ich schon seit meiner Jugend. Er ist Theologe, Kulturbeauftragter der Evangelischen Kirche Deutschlands, Autor zahlreicher Bücher. Und an manchen Tagen kriegt er sein Benzin von ganz oben. Ich freue mich sehr, dass wir uns hier wiedersehen, Johann Hinrich Clausen. Johann, herzlich willkommen an der Tankstelle. Also erstmal herzlichen Dank für diese Einladung. Es ist eine Ehre, hier aufzutanken. Gleichfalls. Ich habe mir tatsächlich schon öfter mal vorgestellt, wie es wäre, mit dir zu tanken. Und jedes Mal habe ich gedacht, schwierig, weil, nicht menschlich, aber weil du jemand bist, der so viele verschiedene Tanks anzapft im Leben, dass es ganz schwer ist, sich da auf einen zu stürzen. Deshalb mache ich das heute auch gar nicht. Sondern wir zapfen alle möglichen Tanks einfach mal versuchsweise an. Und du hast mir auch geholfen in einer E-Mail, da hast du nämlich eine Art Metatank mir demonstriert, indem du gesagt hast, ich habe doch die Lizenz zum Wahrnehmen. Und genau mit dieser Wahrnehmung würde ich auch anfangen, denn die hat sich ja jetzt in den letzten anderthalb Jahren ganz schön verändert für die meisten Menschen, so die generelle Weltwahrnehmung. Ging dir das auch so? Natürlich war das bei mir wie bei allen erstmal eine wahnsinnige Reduktion von Wahrnehmung. Und dann, das hat was Heilsames, weniger machen, also sich konzentrieren. Bei mir kam noch hinzu, dass ich die letzten Wochen an Krücken ging, weil ich mein Knie kaputt gemacht hatte. Also nochmal eine zweite Einschränkung meines Radiuses. Konnte auch nicht mehr mit Freunden spazieren gehen. Also eben diese totale Reduktion von Wahrnehmung von Eindrücken und zugleich durchaus problematisch die Medialisierung von Eindrücken. Also noch mehr Medienkonsum, noch mehr Wahrnehmung von Welt durch Nachrichten, welcher Art auch immer. Und das ist so ein Ding, das mich besonders beschäftigt hat, weshalb ich mir jetzt zum Sommer hin eine Mediendiät verschrieben habe. Kann ich sehr gut verstehen, zumal der Medienoverload ja auch immer ein bisschen hieß, es besteht eigentlich alles nur noch aus Information und Meinung und zum Beispiel überhaupt nicht mehr aus Kunst. Also ich glaube, Leute haben auch richtig verlernt, Dinge vermittelt wahrzunehmen, also über den Filter einer Kunstform und auch auf die Art und Weise darüber nachzudenken in einer Art, die schon übersetzt ist oder noch nicht übersetzt, auf jeden Fall nicht 1:1. Ne? Das oder ästhetisch gestaltet. Ästhetisch gestaltet. 1:1 ist ja auch nicht so, das ist halt immer vermittelt nach, also muss man natürlich fairerweise sagen, mit dem Medienkonsum steigt die Medienkritik. Ja. Je mehr wir über die Medien pöbeln, umso mehr zeigen wir, dass wir viel zu viel davon wahrnehmen. Aber das läuft natürlich alles nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten. Also im Fernsehen natürlich immer durch Bilder, im Internet, sozialen Netzwerken immer durch sozusagen Zuspitzung auf paar Grundreize wie Lachen, Humor, Empörung, Zorn. Und natürlich jetzt bei den klassischen Zeitungen, Radio, natürlich sind es immer auch natürlich immer Nachrichtenwerte, die vermittelt werden. Und das, was das Leben interessant macht, ist ja meistens langsam, jetzt nicht groß erzählenswert, sondern besteht halt in bestimmten menschlichen Begegnungen. Ich habe das jetzt so erlebt, noch mal vor kurzem eine Debatte mit in Ostdeutschland mit Corona, Leugner, Verschwörungsmenschen, also mit Menschen, mit denen ich sozusagen gar keinen Satz teilen würde und trotzdem versuche, mich zu verständigen. Und wenn man da im selben Raum ist, dann sogar in einem Kirchraum und man sieht die Körperhaltung und man hat eine Ahnung von der Lebensgeschichte, die dahinter steckt. Und was bringen wir eigentlich mit, wenn wir etwas erfahren? Das ist ja auch interessant. Wir erfahren ja, jetzt gerade Corona hat es ja gezeigt, wir haben alle eine Erfahrung. Mhm. Pandemie, Lockdown. Und zugleich erlebt jeder diese Erfahrung anders oder erfährt dieses Erlebnis anders, je nachdem, was er oder sie mitbringt. Ich lese gerade ein tolles Buch von einer deutsch-kroatischen Schriftstellerin, Marika Bodrocic, Pantherzeit, und die natürlich immer verweist auf ihre Kindheit in Sarajevo, also in Kroatien, Sarajevo, da der Lockdown, 1400 Tage unter Beschluss und solche Geschichten. Und das könnte man durchdeklinieren für alle. Mhm.
Und deshalb finde ich es eben so wichtig, wenn man wieder rauskommt, miteinander kommt, dass man auch nochmal mehr andere Menschen wahrnimmt und das Thema im Thema, was sie eigentlich sagen wollen, indem sie irgendwas sagen. Gibt es denn abgesehen davon, was jetzt so an Schwierigkeiten und Lackmuspapieren sich über bestimmte Sachen gelegt hat, auch Dinge, die du mehr zu schätzen weißt Corona? Also überhaupt Konzentration auf Wesentliches, Konzentration auf Dinge, die wirklich jetzt eine Bedeutung haben und nicht nur einfach so gemacht werden. Doch, und ich habe das auch nutzen können für mich. Schreiben, nachdenken, schon. Wir kennen uns ja schon ziemlich lange. Das kann man an dieser Stelle auch ruhig mal sagen. Das ist eine schöne Geschichte. Ich war damals Konfirmandin, du warst noch Vikar. Inzwischen bist du alles Mögliche, teilweise an höchster Stelle, unter anderem Kulturbeauftragter der Evangelischen Kirche. Ich gehe eigentlich fast nur noch an Weihnachten zur Kirche. Ich weiß aber, du würdest mich dafür nie verurteilen. Denn ich würde ja nicht sagen nur, ich würde sagen, wie schön. Immerhin. Immerhin. Genau. Was mich auch zu der Wahrnehmung von dir bringt, du bist immer schon ein Theologe und auch Pastor der etwas anderen Art gewesen. Ich nenne es mal eigentlich fast ein weltlicher Pastor, wenn man das überhaupt so paradox sagen kann. Wie siehst du das? Du bist kein Missionar, finde ich. Du bist irgendwie was anderes, obwohl du auch Missionen verfolgst, sicher. Also ich bin, glaube ich, gar nicht so anders als meine Kolleginnen und Kollegen. Das hat auch wiederum mit der Medialisierung zu tun. Religion, christliche Religion, ist natürlich einerseits ein inneres Gefühl, aber andererseits eine soziale Praxis. Religion ist das, was Menschen zusammen machen. In Deutschland fast nur noch Weihnachten, aber immerhin, das ist eine religiöse, das ist eine soziale Praxis, deshalb ist das Religion. Und sonst nimmt man eben Religion über die Medien wahr. Ein Bischof sagt irgendwas, irgendein Skandal ist irgendwas irgendwie. Und das ist natürlich eine Fehlwahrnehmung. Jetzt nicht, will ich dir nicht vorwerfen, aber meine Kolleginnen und Kollegen in den Kirchengemeinden oder sonst wie in der kirchlichen Arbeit sind ganz häufig so wie ich. Also ich nehme mich jetzt nicht als total bunten Vogel wahr, sondern als jemand, der wie viele andere versucht, das Christliche zu leben in der Gesellschaft, in der wir uns befinden. Du hast aber nichtsdestotrotz, das muss ich schon sagen, auch etwas Mitreißendes und etwas sehr Verständliches in der Art, auch Unterhaltsames, wie du zum Beispiel predigst. Und da kann ich als jemand, die zwar nicht ständig in die Kirche geht, aber doch auch einige andere Predigten erlebt hat, doch sagen, dass es auch die Kurzweiligkeit ist zum Beispiel und die Vielseitigkeit der Bezüge, also du sprichst auch viel über Lyrik, du ziehst auch andere Quellen zu Rate, als jetzt nur immer die Bibel zu interpretieren. Und da gibt es schon, finde ich, noch eine ganze Menge, die da so rangehen. Aber es gibt ein großes Vorbild von mir. Das war der große Berliner Aufklärungstheologe, sozusagen der evangelische Moses Mendelssohn, Johann Joachim Spalding. Und der hat mal in 3 oder 4, ich kriege es mir ganz zusammen, Adjektiven zusammengefasst, was einen guten Prediger ausmacht. Er soll weise sein, er soll nützlich sein, also Dinge sagen, die man helfen können, er soll ernsthaft sein und heiter. Und heiter fand ich interessant, eben er soll nicht lustig sein, also lustig können andere Leute sein, das ist, aber heiter soll er sein, das fand ich eigentlich ganz schön. Das stimmt. Ernst und heiter, das ist kein Widerspruch sein. Ja, man muss man erstmal schaffen, also da muss man auch irgendwie für gemacht sein. Könntest du denn sagen, was so deine, da wir ja an der Tankstelle sitzen, was so deine Triebfedern, dein Benzin ist, was möchtest du im besten Fall erreichen? Also, du hattest ja vorhin noch das Wort Mission angesprochen. Das ist natürlich insofern lustig, weil dieses Wort in der Kirche und um die Kirche herum so ein bisschen, darf man das und schlimm und so. Also ist ein gemiedenes Wort. Wenn man aber durch normale Unternehmen geht, hat jeder sein Mission Statement und seine Vision und Mission. Und seine Philosophy. Auch all diese Dinge. Also, natürlich habe ich wie jeder andere auch, der jetzt nicht nur so einen Job macht, sondern einen Beruf hat, Berufung folgt, habe ich natürlich eine Mission. Ich
will das aber nicht so abzwecken, was will ich damit erreichen, wen will ich damit gewinnen, sondern ich lasse mich doch ganz stark leiten, das ist hoffentlich jetzt nicht so egoistisch, von dem, was mich unbedingt angeht, was mich berührt, was mich interessiert, was mich begeistert, was mich ansteckt, und davon will ich etwas mitteilen. Es gibt, das ist, hat der andere große Berliner Theologe Schleiermacher gesagt, Religion ist, also Mission, hat er übersetzt als Mitteilung. Ich teile etwas mit. Und dann gucke ich natürlich, kommt da was an? Gibt es da eine Resonanz? Oder ist das jetzt irgendwie Privatvergnügen? Und danach, da schaue ich natürlich schon, dass ich jetzt nicht nur so meinen Spleen folge. Und das ist aber auch eigentlich schon das, was ich tue, ist dann schon auch die Quelle. Also Motor und Quelle, ich weiß das jetzt nicht ganz genau. Tun wir mal die Bildwelt weg. Also das, was ich tue, ist dann selber schon auch das, was mich belebt. Nicht nur anstrengend, sondern in dieser Bewegung, dass ich mich vertiefe in das, was der christliche Glaube und die humane Kultur ausmachen und das mitteile. Das ist ein Zusammenhang, in der mich manchmal anstrengt, weil es Arbeit ist. Mhm. Und es ist zugleich eine große Freude und bestärkt mich. Muss es auch sein, denn du bist ja auch gar nicht nur Prediger, sondern du schreibst Bücher zu ganz unterschiedlichen Themen, darunter auch Musik zum Beispiel, Kirchenmusik, zu Religion natürlich auch. Du hast Kolumnen geschrieben, Artikel, hast einen Podcast draußen mit Klausen seit einiger Zeit. Insofern, um da auch dem Burnout zu entgehen, braucht es so eine Arbeitsleidenschaft ja auch. Jetzt kommt demnächst ein neues Buch von dir raus, im Spätsommer. Das heißt, für sich sein, richtig? Also ich konnte es jetzt noch nicht lesen, es ist noch im Druck, aber du hast es mitgebracht, dankenswerterweise, und würdest auch daraus lesen. Um was geht's da mal ganz grob erstmal? Es ist ein Buch über Einsamkeit und das passt zur Corona-Zeit. Das Thema hat mich allerdings schon vor Corona beschäftigt. Im Jahr 2019 hatte ich so zwei, drei Sachen dazu gemacht, weil mich das einfach beschäftigt hat. Als Pastor hat man natürlich immer mit Einsamkeit zu tun. Aber was ist das eigentlich? Man redet nicht gern drüber, es ist schambesetzt. Wer gibt schon gerne zu, dass er einsam ist? Und dann kam irgendwie Corona. Dann habe ich gemeinsam mit einem guten Kollegen Ulrich Lilie, das ist der Präsident der Diakonie Deutschland, also des Dachverbandes aller diakonischen Einrichtungen der Evangelischen Kirche, haben wir gesagt, wir machen das, dazu machen wir was. Und da haben wir ein Buch geschrieben im Beck Verlag. Und wir haben das jetzt nicht Einsamkeit genannt, weil sonst keiner anfasst, sondern wir, ja, ist ja so, wir wollen ein Buch, wollten ein Buch schreiben, das Leute gerne in die Hand geben und auch anderen schenken, ohne damit mitzuteilen, na, ja, dir geht's wohl nicht so gut. Sondern das ist einfach dieses menschliche Grundempfinden. Und das ist ja, das heißt für sich sein, ein Atlas der Einsamkeiten, weil es eben ganz unterschiedliche Formen von Einsamkeit gibt. Es gibt das schöne für sich sein, es gibt das Alleinsein, was so in der Mitte ist. Es gibt das, die richtige harte Einsamkeit, das isoliert sein, das abgeschnitten sein. Und wir wollten einladen, sich die Fülle der Menschenmöglichkeiten des Alleinseins einmal anzuschauen. Und zwar nicht nur die schwierigen, die auch, aber die eingebettet eben in ein Panorama derer, der Möglichkeiten, die eben auch zum Leben dazugehören. Und das muss man realistisch wahrnehmen. Das kann man manchmal auch zwischenzeitlich genießen. Und dann gibt es aber eben auch Formen, wo man auch sich sozial, politisch, sozial, psychologisch mit dem Thema auseinandersetzen muss und dann gucken muss, was gibt es eigentlich, was wäre eigentlich wichtig, notwendig, hilfreich, um Einsamkeit, also unfreiwillige, erlittene Einsamkeit zu beenden oder zu minimieren. Mich überrascht ein bisschen, dass du sagst, das würde keiner anfassen, gerade im Kontext auch von Kirche, denn da ist für mich Einsamkeit immer gerade so ein Grund, warum viele Leute ja in die Kirche zum Beispiel gehen, um dieses Kollektiv zu erfahren. Also auch gerade welche, die vielleicht ansonsten keine Gruppe mehr haben oder nie hatten. Ja, also aber über Einsamkeit wird, ist immer im Leben und natürlich beim Leben eines Pastors natürlich immer ein Thema. Es wird aber ganz selten explizit zum Thema gemacht. Also natürlich hast du, wenn du mit Menschen, die in Trauer sind, die jemanden verloren haben oder überhaupt jemanden pflegen, da ist Einsamkeit ein Thema. Bei Sucht ist Einsamkeit ein Thema. Ganz, ganz viele Möglichkeiten. Aber es wird ganz selten explizit benannt. Und das war eben auch eine interessante Lernerfahrung, weil ich schreibe diese Bücher auch eben, um mir selber Themen zu erarbeiten. Also ich schreibe nicht nur für andere, sondern auch, weil ich es dann erst richtig irgendwie mir zum Thema mache und verstehe. Und
Da habe ich eben verstanden, alleine, was ist die spezifische Einsamkeit von Obdachlosen? Hm. Also ich habe da mit mehreren Sozialarbeitern gesprochen. Was ist eigentlich die besondere Qualität von Einsamkeit in der Obdachlosigkeit? Und habe eine Antwort bekommen, auf die ich nicht so drauf gehabt hätte. Nämlich? Dass die Phase, wo Obdachlose am einsamsten ist, die Anfangsphase, wo man es ihnen noch nicht ansieht. Es gibt eine lange Phase in der Obdachlosigkeit, da hast du schon keine Bude mehr. Du ziehst dich aber noch ordentlich an, du benimmst dich noch so, du hast als Mann einen Aktenkoffer oder einen Blaumann an. Und Frauen legen viel Wert darauf, sozusagen gut geschminkt, gut gekleidet zu sein, sodass sie von der körperlichen Erscheinung noch zu der behausten Welt gehören, aber noch nicht in der Gemeinschaft derer angekommen sind, die eben kein Haus haben. Und sozusagen erfahrene Sozialarbeiter sehen natürlich am Hauptbahnhof, können das irgendwie erkennen und dann auch ansprechen. Oder schwer genug. Und das war etwas, was ich so mir nicht bewusst gemacht habe. Man hat immer das Klischeebild, das sind die Menschen, die dann da sitzen und die sieht man immer. Ja. Aber es gibt eben sehr viele Obdachlose, die sieht man auch, aber man erkennt sie nicht als solche. Und das ist eben so eine bestimmte Form, die gehören gar nichts, nirgendwo hin. Weder zur Obdachlosenwelt noch zur behausten Welt. Hast du mit den Obdachlosen persönlich gesprochen oder mit den Sozialarbeiterinnen? Ich habe mit Sozialarbeitern, mit einer Sozialarbeiterin, mit einem Straßensozialarbeiter und ich habe mit eben einem Sozialarbeiter gesprochen, hier aus unserer Berliner Stadtmission, der selber eine lange Obdachlosigkeitsphase hinter sich hatte. Ah. Also der selber aus der beides kannte. Der beide Seiten kennt. Und das fand ich insofern ganz gut, weil ich gehe ja nicht mit dem Mikro irgendwie auf die Straße und frage Leute, sie sehen wohl einsam aus, was ist ihr Problem, sondern der konnte eben beides mir sehr klug vermittelt vorstellen. Wir mal genau die andere Seite nehmen, nämlich die bewusst gesuchte Einsamkeit und manchmal ja auch die Einsamkeit, die fast, es gibt ja diesen schönen Unterschied zwischen Solitude und Loneliness, weiß ich noch, haben wir in Englisch ganz lange durchgenommen, den Unterschied. Also das, was man auch zum Beispiel in einem eher stressigen Leben oder wo man viel in Gesellschaft auch sein muss zum Teil und das vielleicht gar nicht immer so gerne will, es ja auch enorm befreien und entspannen kann, mal für sich zu sein. Bestimmte Sachen kann man vielleicht auch nur in der Einsamkeit gut schreiben. Gilt für mich zumindest. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Auch so alles Kontemplative im Grunde. Da gibt dieser Titel des Buches für mich schon so eine Richtung vor oder die Art, wie er gedruckt ist, nämlich das Sich. Kann man auch trennen in ein S und das Ich bleibt über, dann würde es heißen fürs Ich sein. Deshalb ist meine Frage, inwiefern formt sich denn auch das Ich in der Einsamkeit unter Umständen? Ja, es ist das Wechselspiel eigentlich. Und natürlich bei, das ist jetzt kein Gesetz, aber wenn du geborgen aufwächst, mit der Sicherheit, dass du in Beziehung bist und da zurückgehen kannst. Dann kannst du auch rausgehen und kannst mal alleine sein, kannst alles mal ausschalten, das ganze Quatsch von den anderen oder die eigenen Stressfaktoren, die man hat, die man selber auslöst, um Leute zu beeindrucken, mit denen ins Geschäft zu kommen, was weiß ich. Nichts wollen und dann gucken, was passiert. Das ist total wichtig. Anders ist es natürlich, wenn du sozusagen aufwächst immer mit, oder lebst immer mit dem Gefühl, meine Bindungen sind prekär. Sind gefährdet, dann ist das schwierig. Aber grundsätzlich ist das Solitude-Sein, also im Französischen heißt es Le Solitaire, der Einsiedler, das ist total wichtig. Also eben für alle Kunst, ganz oder für viele Kunstformen, für vieles, was mit Religion und Kontemplation zu tun hat. Und das ist eine andere kleines Bildungserlebnis, das ich beim Schreiben dieses Buches hatte, war, dass es eine interessante Umwertung gibt. Also der Solitär, der Einsiedler, war sozusagen in 1700 Jahren Christentum sozusagen der Inbegriff der Heiligkeit. Das war das glückselige Leben. Gesellschaft hinter das. Das hörte dann auf mit Reformation und Aufklärung. Und die aufgeklärten Protestanten sagten nichts da. Einsiedelei, das ist Egoismus. Du musst für die Gemeinschaft da sein. Du musst deine Pflicht tun. Du musst den Beruf und Familie und so. Und dann hörte das auf, eigentlich mehr oder weniger, außer jetzt so in stark katholischen Gesellschaften. Und dann aber kommt im Mitte des 19. Jahrhunderts etwas auf, dass Le Solitaire zur Mode wird, nämlich als Kartenspiel.
Weil Menschen, als sie das dann sich leisten konnten, sich Hobbys suchen, Freizeitbeschäftigungen, in denen sie für sich sind. Und was vorher undenkbar war, nicht mit anderen Karten spielen, sondern nur mit sich alleine. Interessant, nicht? Vorher gab es drei, vier Kartenspiele, kannte jeder, und dann spielte man zusammen. Bis ins späte 18. Jahrhundert, und das ändert sich dann mit dem 19. Jahrhundert. Und da fangen eben Solitär an oder auch andere Hobbys dann im das Wandern, also spazieren gehen, wandern, Briefmarken sammeln, angeln, für die Frauen die Stickarbeiten. Und das ist ganz lustig, weil in der Diskussion im 19. Jahrhundert über diese neue Erscheinung, dass Leute in ihrer Freizeit was alleine machen wollen, gibt es so Debatten wie, ist das jetzt gefährlich, ist, oh Gott, was machen die denn da? Junge Frauen lesen Romane, die Eltern vorher nicht zur Kontrolle gegengelesen haben, was läuft hier ab? Und da spiegelt sich schon mal vorab manche Debatte, die wir heute haben, über Jugendliche, die im Internet schlimme Dinge treiben. Wobei ja gerade auch Solitär, und das gilt ja auch für Computerspielen und all diese Sachen, ja eigentlich schon wieder fast, das spielen ja viele Leute oft nebeneinander her. Ne? Also ich glaube, Solitär zum Beispiel ist eins der beliebtesten Flugzeugspiele. Sieht man ja auch, wenn man dann da durch die Reihen guckt, wie viele Leute plötzlich im Flugzeug auf diesen kleinen Bildschirm Solitär spielen. Alle spielen das Gleiche, aber allein. Das ist irgendwie dann auch so ein bisschen nur noch so halb einsam, würde ja, ich sagen. Ja, genau. Und dann gibt es natürlich auch Möglichkeiten, gerade in der ganzen Games-Kultur, aber auch schon früher, im 19. Jahrhundert, gab es Zeitschriften, Bücher über das Clubs, für das Solitärspielen. Also es findet dann auch eine Vergemeinschaftung statt, aber mit einer Distanz. Weil natürlich so schön das mit der menschlichen Nähe ist, Distanz ist manchmal auch ganz gut. Hat man Abstand, kann man gucken, kann man besser auswählen, wie ein Lager, lass dich ran. Beschäftige ich mich mit der anderen Person nur über dieses Ding oder auch noch was anderes und kann das freier entscheiden. Gibt es Sachen, die du speziell immer alleine machen musst? Also oder mehr genießt, wenn du sie allein, jetzt mal abgesehen vom Schreiben. Also Joggen, das hat mir leider mein Knie gerade kaputt gemacht, aber Joggen finde ich wunderbar, es ohne andere zu machen und nicht dabei zu sprechen. Damit dann einfach sozusagen nach einer halben Stunde der ganze Müll irgendwie im Kopf irgendwo weggeschwitzt oder weggelaufen ist. Fahrradfahren ähnlich, also körperliche Betätigung, die dazu dient, dass ich wieder irgendwie runterkomme. Das ist immer ganz schön, wenn ich dabei nicht rede, wenn ich es allein mache. Also Sport vor allem. In dem Abschnitt, den du jetzt liest, geht es aber, wenn ich dich richtig verstanden habe, um Musik. Genau, denn also mein Kollege, der Ulrich Lilie, hat sich vor allen Dingen mit den ganzen psychosozialen Themen beschäftigt, also Prägung, auch sozusagen diese schwierigen Dynamiken, die Einsamkeit verstärken, verfestigen, was man dagegen machen kann und so. Und ich habe vor allem viel geguckt in der Religions- und Kulturgeschichte und habe dann eben mich mit Solitärspielern beschäftigt, aber eben auch mit der Kunst, weil natürlich es war ein Klischee, dass Kunst immer mit Einsamkeit zu tun hat. Viel Kunst ist ja auch Gemeinschaft. Aber ich habe natürlich, wir haben auch ganz viel natürlich Liedsongs und ganze Popmusik, alles ist voller Einsamkeit. Und habe aber einen Mosaikstein mir rausgenommen und den in besonderer Weise angeguckt. Und das ist der portugiesische Fado. Meine Frau ist halbe Portugiesin, insofern habe ich mit Portugal immer was zu tun. Und das fand ich eben insofern interessant, weil das habe ich auch mal neu für mich entdeckt, sozusagen in der Generation meiner Frau. Und sind Jüngeren, ist Fado wirklich was für alte Leute, bisschen, abgesehen vom Novo Fado, aber habe ich mich ein bisschen mal versenkt, weil ich geguckt habe, was ist eigentlich die Musik, wenn man das so sagen darf, aber ich sage es mal so, die am intensivsten mit Einsamkeit arbeitet, also das Thema Einsamkeit hat. Und das ist eben der Fado und da habe ich eben einen Text dazu geschrieben, das lese ich jetzt nicht alles vor, weil das jetzt zu lang ist, und habe eben festgestellt oder für mich recherchiert und dann sauber und ordentlich aufgeschrieben, dass der Fado eben entsteht Ende 18. bis 19. Jahrhunderts in Porto, da studentisch, und in Lissabon, dort in den arme Leutevierteln der Moraria und Alfama. Also das sind ja schon Viertel, die auch noch diesen maurischen Klang und Einfluss haben. Und das waren eben, da waren die Männer Gauner, Trinker, Schläger und die Frauen sehr oft Prostituierte. Es waren oft gestrandete Seeleute oder Leute, die aus den Kolonien zurückgekommen waren und wieder zurückgekommen waren. Also richtig Prekariat. Und man nannte diese
diese Szene, die sich da bildete, dieses Milieu, die nannte man die Fadishtas. Mhm. Fadishtas Fatum, das waren die Menschen, die vom Schicksal geschlagen waren. Ah, daher also. Kommt Fadu, Fatum, Schicksal. Und die eben haben dann so eine Art Nachtleben, so ein Bohem-Leben angefangen. Einige, und das war dann, wurde dann zu Anfang des 19. Jahrhunderts eine eigene Mode, die Fadishtas. Die hatten, waren da jetzt nicht nur Gauner auch, aber nicht nur, sondern eben machten auch Musik und schufen eine eigene Musik, die sich eben aus ganz unterschiedlichen Quellen speist, die man nicht mehr so richtig zusammenbekommt. Also ist es sozusagen Alt-Lusitanisches, ist es Maurisches, ist es ganz sicherlich auch aus den Kolonien stammende Musik, Afrika, aus Brasilien. Das wird zusammengewoben zu einem ganz eigenen Musikstil. Und man kurz, wenn man diese Quellengeschichte mal weglässt, ist es im Grunde, der Fado ist der europäische Blues. Also so muss man sich das vorstellen. Aus dieser, der Blues ist es, der dann eben in Lissabon erscheint, verbindet sich mit diesem wunderbaren Wort Saudade. Mhm. Da schwingt dann auch Saudade, schwer zu übersetzen, wo kommt das her? Kann auch sein, dass das Soledade, also Einsamkeit in diesem Weltschmerz drin ist. Ach, und das ist dann eben, da gibt es so wunderbare Verse, also ich lese mal 4 Verse vor. Mach mal. Hässlich ins Deutsche übersetzt, aber immerhin. Geschlagene Seelen, verlorene Nächte, seltsame Schatten in der Moreria. Eine Hure singt, Gitarren weinen, Asche und Feuer, Schmerz und Sünde. All das ist traurig, all das ist fado. Das ist schon sehr südländisch. Das ist aber sehr schön auch. Sehr schön, und ja. Ich weiß jetzt nicht, ich könnte jetzt ewig weitergehen, aber das mache ich nicht, weil es eben dann doch interessant wurde, wie dieses zu einem wirklich Identitätsmerkmal portugiesischer Kultur wurde, dann sich verbürgerlichte, dann von der Salazar-Diktatur okkupiert und vereinnahmt wurde, zum nationalistischen sozusagen Sondergut. Dann aber eben nach der Nelkenrevolution sich auch modernisiert. Es gibt den Novo Fado mit Misia und ganz wunderbaren Künstlerinnen. Also ich habe viel Fado gehört, Spotify heiß laufen lassen, das war wunderschön. Und am Schluss fand ich, damit endet es dann, das lese ich vielleicht einfach mal ganz vor den letzten Lies, Absatz. Bitte, einfach ja. Mal. Mach mal. Das, was mir dann, dann so bedeutsam wurde daran, ist im letzten Absatz. Jetzt kommt die Lehre, merke. Dass eine Gesellschaft auf den Grundton der Traurigkeit gestimmt sein kann, passt offenkundig gar nicht zu der gegenwärtig dominanten Glücksideologie. Darin liegt die besondere Menschlichkeit des Fado, dass er der mächtigen Täuschung entgegentritt, wonach Probleme nur Herausforderungen sind und alles immer besser werden kann. Ja, muss, wenn man sich nur von positiven Gedanken und Gefühlen leiten lässt. Viele Menschen, die arm und einsam sind, die Verluste erlitten haben, die sich nicht ersetzen lassen, die Schicksalsschläge erlitten haben, deren Folgen sie sich schlicht ergeben müssen, bekommen im Fado einen musikalischen Ort, an dem ihre bitteren Erfahrungen aufgehoben und anerkannt sind und zum Klingen kommen. Der Fado ist der Beweis für das Recht und die Kraft vermeintlich negativer Gedanken und Gefühle. Die dann ja auch wieder in Schönheit verwandelt werden. Es wird und dann somit eben, genau, es wird dann eben aufgehoben, gestaltet, zum Klingen gebracht. Genau, es wird schön gemacht. Wunderbar. Also ich werde mir dieses Buch besorgen. Johann, mir ist, danke fürs Lesen. Erstmal, mir ist aufgefallen, du hast immer noch gar kein Getränk. Wir müssen dringend einschenken. Bitte sehr. Ich habe heute mal Wasser im Angebot. Das ist sehr gut. Denn, ja, kein Denn. Es ist warm, man muss trinken. Ich glaube, das Wasser ist sogar auch kalt. Sehr gut, so, danke. So reicht dir das? Ja, und du noch. Ich auch noch, genau. Das tröpfe ich hier mal ein bisschen. Ja, die Tankstelle muss aufgefüllt werden. Die Tankstelle ist einfach eine alte Lady. Sie gibt alles, was sie hat. Sie hat wieder vergessen, dass wir heute was haben wollen, wahrscheinlich. Naja, gut. Ich nehme mal was geht. Soll ich was abgeben? Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Johann, sowas kann nur ein Zum Wohl. Glaubensmann tun. Vielen Dank.
Dann switchen wir vielleicht auch noch mal von der Einsamkeit zur Gruppe und zu allem, was man so besonders gut in Gesellschaft machen kann. Daran hat man ja jetzt auch viel gedacht, so in letzter Zeit, was das eigentlich für Sachen sind. Kannst du beschreiben, jetzt als Gegenbild zum Joggen und so weiter, was du am allerliebsten in Gesellschaft machst und auch kannst? Also ich finde ja, jetzt nicht um Werbung zu machen, aber Religion macht sich am besten gemeinsam. Also ein, muss ja gar nicht viel sein, ich habe eine nette Gemeinde in der Nachbarschaft, eine Notkirche, eine sogenannte, da habe ich während der Corona-Zeit, bin ich gerne in den Gottesdienst gegangen und auch sonst. Also dem eigenen Glauben nachgehen, ihn gestalten und fördern, das ist einfach in einem Gottesdienst schöner, als wenn ich mir selber mühsam irgendwelche eigenen privaten Rituale aussuchen will. Das mache ich gerne. Und ich muss allerdings gestehen, ich weiß nicht, ob das eine Pastorenkrankheit ist, aber dass ich lieber Gottesdienst selber halte, mitfeiere, mitgestalte, als ihn nur zu erleben. Das ist jetzt aber auch die professionelle Deformation vielleicht. Aber ich finde Gott, also dem Glauben leben in Gemeinschaft ist eigentlich schöner als nur alleine. Ja, sicher, ist sicher so. Du, ein wesentlicher Teil dieser Arbeit und dieses Gestaltens ist den Menschen, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kitschig, aber doch Hoffnung irgendwie zu geben, zumindest ein Bild zu vermitteln, dass es sich lohnt, für bestimmte Sachen zu leben, dass die auch Sinn machen, dass es irgendwie nicht alles nur egal ist, dass wir hier sind. Und das ist ja mitunter gar nicht so leicht. Also für niemanden stelle ich mir vor, das in jeder Lebenslage auch zu vertreten und vor allem auszustrahlen. Du musst ja auch so wirken, als glaubtest du es selber. Da frage ich mich auch oft, wer gibt dir das Gleiche zurück oder wer gibt dir diese Hoffnung zum Beispiel, da du der Machende bist, wenn du sie mal verlierst? Deshalb bin ich ein bisschen skeptisch, wenn immer zu schnell von der Hoffnung die Rede ist. Also jetzt gerade in der Corona-Zeit hieß es immer, jetzt Religionsgemeinschaften müssen Hoffnung stiften und das muss vorangehen. Und das haben wir selber auch gemacht und so, allerlei Slogans verteilt und sowas. Aber ich bin da ein bisschen zurückhaltend und würde noch einen Schritt zurückgehen und würde sagen, eine alte christliche, aber nicht nur christliche Tugend habe ich in der Corona-Zeit für mich neu entdeckt. Und das ist die Ergebung. Das ist ein Wort, das kaum noch mehr im Gebrauch ist, aber darin steckt etwas ganz Wesentliches. Wenn ich in einer Lebenssituation, in einer Krise ankommen will, also herauskommen will aus ja. dieser Krise, muss ich erst einmal in ihr angekommen sein. Ich muss erst mal in der Krise angekommen sein. Ich muss mich von bestimmten gloriosen Selbstbildern verabschiedet haben. Das gilt, und das ist sozusagen, und dann kann man weitersehen. Das wird oft übersprungen, weil es dann gleich in die Hoffnung geht und in die strahlende Zukunft. Aber das, was jetzt für eine Weltgesellschaft in Pandemiezeiten gilt, kann dir jeder Mensch mit einer ernsthaften Erkrankung sagen. Du musst erstmal in der Krankheit ankommen. Und das willst du ja gar nicht. Willst du nicht. Und dann erst, also man muss sich auch ergeben in gewisser Weise, um dann zu schauen, was ist denn jetzt hier los? Wenn ich nur sozusagen dagegen anstrampel, voller Zuversicht, oder einer angestrengten Zuversicht, die ich dann anderen Leuten einrede und aber selber nicht habe, dann wird es auch nichts. Wenn ich aber versuche, in der Situation erstmal da zu sein, mich auch zu verabschieden von bestimmten Mächtigkeiten, dann kann ich schauen, ob nicht doch irgendwo eine Prise des Heiligen Geistes weht, die mich und andere inspiriert. Das wäre sozusagen mein Weg. Hat das auch was damit zu tun, mit sowas wie Annehmen des Schicksals, oder ist das, geht das schon wieder zu weit? Ja, genau das. Weil daran würde ich jetzt denken, ja. Das ist Fügung. Also es wird, es geschieht etwas mit einem, das man nicht gewollt hat. Das passiert im Leben, die ganze Zeit. Und je älter man wird, umso mehr. Und damit muss man umgehen. Manchmal muss man auch Widerstand leisten. Es gibt ja diesen berühmten Buchtitel, der Notate von Dietrich Bonhoeffer aus der Haft. Der Buchtitel heißt Widerstand und Ergebung, beides zusammen. Also man muss sich ergeben und dann kann man auch Widerstand leisten. Ein anderer Punkt, den du
meines Wissens auch schon oft ja, versucht hast zu beantworten oder was viele Leute interessiert, ist der Zweifel am Glauben allgemeiner gefasst, aber auch vielleicht dann ganz speziellen, in ganz speziellen Zeiten, in denen man ihn auch als ja, wahrnehmender Mensch vielleicht automatisch haben muss, sich nicht, wie gehst du mit sowas um? Ja, wechselnd, habe ich auch so meine Geschichte mit. Ich kann nur sagen, was ich im Moment denke, im Moment würde ich sagen, nur wer glaubt, kann zweifeln. Also ohne Glaube kannst du auch gar nicht zweifeln. Also wenn du, der Zweifel ist ja jetzt nicht nur die Zersetzung von allem, sondern es ist ja die intensive Beschäftigung, die Suche nach das etwas wollen. Also man nimmt am Zweifel ja sonst immer nur das Negative wahr. Aber das würde ich nicht sagen, sondern wenn du gar nichts hast, also irgendwann, vor kurzem hatte ich mal ein Gespräch mit einer Frau, die sagte, ja, wir sind ja nichts, weil sie jetzt nicht christlich ist, sage ich. Oh Gott, das klingt jetzt aber nicht so schön. Wir sind ja nichts. Nein, ist vielleicht schon was. Aber ich glaube, dass wenn du einen Glauben hast, dann hast du auch die Pflicht oder die Notwendigkeit, dann kommst du zum Zweifeln. Und zum Zweifeln gehört eben auch, dass du dich mit einer Art von Glauben ringend auseinandersetzt. Und dir nicht alles egal ist. Und das ist, glaube ich, der Punkt, also dass einem nicht alles egal ist. Es gibt einen Theologen, Paul Tillich, der hat die schöne Definition von Religion mal formuliert. Religion heißt etwas haben, das einen unbedingt angeht. Es geht mich an persönlich und es ist also absolut unbedingt. Und damit muss ich umgehen. Bedeutet das, dass der Glauben auch modifizierbar ist? Also das ist im Grunde so wie eine, ja, wie soll ich das sagen, auch fast ein bisschen wie so ein Medium ist, dass man durch sein Leben, durch seine eigene Biografie immer wieder anpasst, klingt jetzt vielleicht etwas pragmatisch. Nö, aber also habe ich gar nichts gegen. Wir machen Religion. Das heißt jetzt nicht jetzt völlig willkürlich und jeder macht da seinen Quatsch. Aber der Glaube wird da der eigene, wo du ihn dir selber aneignest, ihn in deinen eigenen Körper, Geist, Seele hineinlässt. Und dadurch veränderst du, modifizierst du ihn natürlich auch. Es gibt jetzt nicht diesen einen Einheitsglauben und alle anderen sitzen davor und glauben das weg oder hinterher, sondern es geht ja, das ist gut protestantisch, es geht um Aneignung. Es ist jetzt nicht etwas Fernes, sondern indem es etwas Eigenes wird, dadurch machst du es dir zu eigen. Ich habe das Buch davor, habe ich eben über seltsame religiöse Orte geschrieben, habe ich mich viel mit Volksfrömmigkeit beschäftigt. Manche Sachen auch, die einfach fremd oder skurril wirken oder exotisch sozusagen. Und da kann man aber auch sagen, nein, da machen Menschen etwas und da kann auch manchmal schlecht sein oder schädlich sein, aber es wird angeeignet. Ein großer Bestandteil von Religion ist und bleibt ja Moral, also die Anleitung dafür, wie Menschen am besten miteinander klarkommen können auf der Welt, die ja zum einen immer so ein Abschreckungsklischee ist für viele, die jetzt nicht so religionsnah sind, zum anderen aber ja auch sehr stark sich orientiert am Menschen selber, an dem, was der Mensch eben alles an Fehlbarkeiten in sich trägt, sonst bräuchte man ja keine Moral entwickeln. Für wie gut hältst du eigentlich den Menschen, Johann? Oha. Und mich selbst sogar als Mensch. Also, ich glaube, Moral ist eine Grundleistung menschlichen Geistes, die jeder macht. Und wo man gucken muss, wie man es macht. Und es ist ja nicht nur so, dass religiöse Menschen besonders moralisch sind. Ich kenne auch sehr unreligiöse Menschen, die einem wahnsinnig auf die Nerven gehen mit ihrer Moralität. Ja, weil Moral ist natürlich auch ein politisches Instrument, ist eine Form, auch eine Möglichkeit, Herrschaft auszuüben und so weiter. Was ich jetzt beim Christlichen für mich sinnvoll finde, ist der Umgang mit der Moral einerseits eine deutliche sozusagen Ausrichtung auf bestimmte Wertvorstellungen, Prinzipien, Tugenden und so weiter. Und zugleich aber damit immer auch die Moralkritik oder der moralische Zweifel,
Das ist ja, da ist nämlich der moralische, da kommt der Zweifel nämlich wieder ins Spiel. Mhm. Also die Grenzen der eigenen Moralität, die Grenzen der eigenen Fähigkeit, das Gute zu erkennen und auch zu tun, die sozusagen unfassbare Fähigkeit des Menschen, sich selbst und andere zu belügen. Also Martin Luther hat das mal kurz zusammengefasst nach dem Psalmwort Homo Mendax, der Mensch ist ein Lügner. Nicht so schmeichelhaft, aber wenn man sich mal anguckt, wie Menschen sich belügen, wo man, also bei anderen erkennt man... Welcher Kunstfertigkeit. Ja, also bei anderen erkennt man das immer leider immer ein bisschen besser als bei sich selbst. Also wie man bestimmte Dinge abspaltet, sich zu Recht lügt. Also alleine hier bei der Tankstelle, also unser Umgang mit Petroleum. Ja. Also gerade das Umweltbewusstsein ist eben so total interessant. Ich bin hier nicht politisch korrekt, da hast nein, du recht. Eben, nein, aber sozusagen diese Fähigkeit, gerade sich in ökologischen Geschichten in die Tasche zu lügen, weil man es am Ende dann doch fröhlich haben will, das ist schon interessant. Und da finde ich, ist so eine christliche Moralkritik auch sehr wichtig, ein Moralzweifel. Das stimmt. Ich hatte vorhin ja schon mal erwähnt, du bist auch ein großer Musikliebhaber, hast auch über Musik geschrieben, auch Musikkenner. Hat man jetzt ja auch wieder gemerkt in deinem jetzigen Text. Für mich ist ja Musik zum einen eine Ebene, wo der Mensch sich eigentlich von seiner besten Seite zeigt, wo man bei vielen Menschen... Und damit meine ich nicht, dass jede Musik schön ist und unkritisch und idyllisch, sondern durchaus auch im Sinne von rebellischer Musik, Widerstandsmusik. Insgesamt ist es aber eine Kunstform, die natürlich mir persönlich nahe ist und auch insofern viel gibt, wo ich denke, super, dass der Mensch Musik hat. Und Musik ist für mich auch die Ebene, wo ich wahrscheinlich die stärkste quasi religiöse Erfahrung habe. Nicht umsonst spricht man ja auch von Musik als Religion. Also ich sage immer, ich glaube, ich bin kein religiöser Mensch in so einem strengeren, traditionellen Sinne. Ich weiß, ich glaube an etwas. Und das zeigt sich oft auch beim Musikhören, wo ich dann merke, das muss was anderes geben. Das kann nicht sein, dass etwas so schön ist oder mich so stark berührt, dass da ist noch was anderes im Spiel. Sei es der Heilige Geist oder weiß ich nicht. Ist das deine Erfahrung persönlich auch? Du hast es sicher schon oft gehört, auch von Leuten und auch in Bezug auf dein Kirchenmusikbuch. Ich glaube, da kommt es sogar auch ein bisschen ähnlich so vor. Ich bin ein Musikkenner, aber kein Musikkönner, leider, weil ich habe eine große Begabung, Musik zu genießen, aber nicht hervorzubringen. Ich war als Jugendlicher einfach stinkfaul, habe nicht geübt. Müsste ich irgendwann mal nachholen. aber Musik ist für ganz zentral, da kommt das Schönste des Menschen hervor, manchmal auch das Schlechteste. Interessant ist aber, dass schlechte Musik nicht tradiert wird. Also da hat dann die Geschichte eine führt zu einer Gerechtigkeit. Wir hören heute noch die Spirituals und Gospels der afroamerikanischen Sklaven und der ersten befreiten Afroamerikaner. Wir hören aber nicht rassistische Lieder mehr. Das stimmt. Das hört auf. Das ist das eine, also die moralische. Ich glaube, es gibt eine Art von moralischer Qualität von Musik, ohne dass Musik jetzt Moralpredigten hält. Und das zweite ist sozusagen, dass in der Musik eine Transzendierungskraft ist. Musik eine Tonleiter der Transzendierung ist. Und das ermöglicht. Und das Lustige ist, ich kenne viele Menschen, ich nenne sie Bach-Christen, die gehen nur zu Bach-Konzerten in die Kirche und schämen sich so ein bisschen und sagen, nee, schämt euch doch nicht, ist doch schön, seid Bach-Christen, seid Mozart-Christen, seid Wagner-Christen, will ich jetzt nicht sagen, aber so, es gibt viele verschiedene Formen, auch das Religiöse in der Musik zu erleben. Das ist doch eigentlich jetzt ein schönes Schlusswort in einer Sendung über geistiges Tanken an der Kunsttankstelle. Johann Hinrich Clausen, ich danke dir fürs Kommen, fürs zusammen wahrnehmen und verarbeiten und erzählen. Ihnen danke ich natürlich fürs Mittanken. Bleiben Sie uns hier treu an der Tankstelle. Sie können diesen Kanal auch abonnieren. Tankstelle heißt er.
Ich muss aufgrund meines Mitbewohners in nächster Zeit etwas kürzer treten. Mal sehen, wann wir uns wiedersehen. Aber ich bleibe am Schlauch und an der Pumpe. Ich bin Fanny Tank und sage gute Fahrt. 4. Dein Fahrtenbuch, liebe Fanny, habe ich einen Spruch mitgebracht, den ich aus einem Aphorismusbuch meines lieben Kollegen Joachim Hake, Direktor der Katholischen Akademie zu Berlin, geklaut habe. Und da heißt es, Glauben heißt, etwas auf höherem Niveau nicht zusammenbringen.